Riesenjubel bei Porsche. Martin Ragginger und Robert Renauer gewinnen das Samstagsrennen des ADAC GT Masters beim Motorsportfestival auf dem Lausitzring. Es ist einfach schön zu gewinnen. Das Team hat einen super, super Job gemacht. Das Auto war echt grenzgenial. Robert ist super gefahren. Ich meine, klar, wenn man gewinnt, kann man auch Komplimente machen. Aber die Jungs, die an dem Auto arbeiten, die haben sich diesen Sieg verdient. Und mich und Robert, glaube ich, freut es sehr. Der Precode Porsche mit Robert Renauer am Steuer geht bei diesem gemeinsam mit der DTM durchgeführten Rennwochenende von der Pole ins Rennen und bleibt beim Start vorne. Überraschend, der meisterschaftsführende Conor de Filippi im Audi und auch AMG-Pilot Sebastian Asch nicht mal unter den Top 10. Während Robert Renauer vorne seinen Vorsprung immer weiter ausbaut, tobt dahinter der Kampf um Platz 3. Jesse Krohn im BMW unter Druck, Rolf Ineichen, Führender in der Trophy-Wertung, schiebt seinen grünen Lamborghini schließlich vorbei. Der Verlierer der Fahrerwechsel heißt ebenso BMW Schubert. Eben schon Rang 3 verloren, findet sich Louis de Letras nun im Kampf um Platz 13 auf der Strecke wieder. Spektakulär wird es gegen Ende noch einmal. Daniel Abt zerschießt sich gegen Christopher Mies die Lenkung seines Bentley. Das Opfer heißt einige Kurven später Markus Winkelhock. Der Vorsprung von Martin Ragginger ist durch das Safety Car erstmal dahin, doch der Österreicher behauptet die Führung souverän bis zum Schluss. Zweite werden Rolf Ineichen und Christian Engelhardt im Lamborghini vor den Corvette-Piloten Patrick Assenheimer und Dominik Schwager.